Servus Leute, hier haben wir eine Philips EP 2200, kann natürlich für 2000er, 5000er, 3000er Reihen da dieses wieder benutzt werden. Was wir haben ist, sobald ich sie einschalte, hört man kurz die Brühgruppe, also der Antrieb drehen, und dann kommt dann dieses Symbol. Hört jetzt einmal, habt ihr es gehört? Und da kommt dann dieses Dreieck. Normal ist das Anzeichen, dass die Brühgruppe nicht drinnen ist. Da aber diese Maschine um ein Sensor ärmer ist, hier drin sollte eigentlich der Sensor für die Brühgruppe sein, dass die Maschine erkennt eben, dass da die Brühgruppe drin ist. Dieses wurde in dem Gerät eben ausgelassen, das heißt, ich kann genau dasselbe auch ohne Brühgruppe machen. Da wird genau dasselbe passieren. Und dazu öffnen wir jetzt einmal die Maschine und prüfen einmal das Ganze, warum das eigentlich passiert. Es könnte das Heizelement sein, es könnte auch eben die Endschalter vom Antrieb sein, die eben drinnen sind. Wenn die Brühgruppe ganz oben oder unten ist, gibt es jeweils einen Endschalter. Vielleicht ist einer davon nicht gut. Und das überprüfen wir jetzt, indem wir die Maschine zuerst öffnen. Hier ist jetzt einmal eine kleine Schraube. So, 15er Torx. Um dieses Teil hier zu öffnen. So sieht das Ganze aus. Ein ganzes Kaffee muss weg. Dann öffnen wir diese drei Schrauben hier. Das sind auch 15er Torx. Das Ganze anheben. Seitlich rausziehen. Das ist dann der Deckel. Dann haben wir hier eine, zwei, drei Schrauben. Das sind 8 Torx. Dann haben wir hier vorne zwei, links und rechts. Hier zwei. So. Einmal, zweimal, dreimal. Nach zu euch ziehen und weggehen. So, jetzt öffne ich einmal die Schrauben hier, die zwei. Da ist noch eine dritte, die fehlt. Hier haben wir jetzt den Antrieb und den Endschalter. Es ist nur noch mehr ein einziger Endschalter. Wow. So, prüfen wir mal den Endschalter auf, ob er einen Durchgang macht, wenn er betätigt wird. So, wie es ausschaut, ist nicht der Endschalter, der funktioniert. Gut, dieser funktioniert, also drehe ich den einmal irgendwie hinein. Weil das ist eine echt abgemagerte Geschichte schon. Das ist nur noch mehr mit einem Endschalter. Die alten Maschinen haben hier einen Endschalter, auf der unteren Seite einen Endschalter, dann haben sie hier einen Schalter für die Brühgruppe zum Erkennen. Das ist alles nicht mehr gegeben. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie an der Platine liegt. Jetzt bauen wir das Ganze zusammen und lassen wir die einmal ohne Brühgruppe laufen. Schauen wir, ob sie die Position wieder findet oder nicht. Bin gespannt. So, jetzt zumachen wir mal die zwei Schrauben.
Eine dritte Schraube baue ich dann noch auch ein. Ich habe Gott sei Dank einiges an Schrauben. Das kann ich mir leisten, die Schrauben, die fehlen, noch dazu zu geben. So, schalten wir es nochmal an. Ohne Brühgruppe. Schauen wir, ob sie dreht oder nicht. So, jetzt schließe ich es mal am Strom an und schauen wir, was passiert. Komischerweise, sobald sie unten im Endschalter geht, kommt dann das. Das verstehe ich nicht ganz. Der Boiler heizt auch nicht. Überprüfen wir mal die Sicherungen. Das ist die eine Wärmesicherung, die hat Durchgang. Schauen wir uns die zweite an. Die hat auch Durchgang. Schauen wir, was da Heizer der Boiler eben für Ohm zusammenbringt, so um zwischen 36 und 40, sowas sollten es sein. Haben wir 40 Ohm, also das Heizgerät ist auch noch da. Was noch sein könnte, ist vielleicht, dass das NTC nicht mehr funktioniert, vielleicht das, und dass es dann auf Störung geht. Es wird schwierig, das Ganze zu finden. Stecken wir mal das in den NTC mal aus. Schauen wir, was passiert, wenn ich es jetzt einschalte. Jetzt gehen alle drei auf Störung. Gut, dann schiebe ich jetzt den TC wieder rein. Das ist dieser Wärmesensor, der ist da unten angeschlossen. Schalten wir sie wieder ein. Nein. Rauf, runter, stopp. Nützt nicht viel. Gut, drehen wir das Malwerk einmal ab. Tun wir einfach alle Komponenten einzeln ausbauen. Vielleicht nützt das dann was. Vielleicht zeigt das andere Fehlerquellen. Schauen wir jetzt, was passiert. Genau dasselbe wieder. Am Malwerk wird es nicht liegen. Schauen wir, ob vielleicht diese Wärmesicherung bei der Wasserpumpe ausgelöst hat, diese hier. Indem ich hier beim weißen Kabel anhalte und hier oben beim weißen Kabel. Schauen wir mal, ob die Pumpe vielleicht irgendwie was hat. Na, das ist auch eines. Durchgang ist auch da. Gut, dann stecke ich jetzt einmal die Pumpe ab. Vielleicht liegt es an der Pumpe. So, abgesteckt. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Schließen wir es wieder an. Da geht gar nichts an. So bewegt sich gar nichts, aber es ist immer das Dreieck wieder. Okay. So, machen wir es wieder auf. Schalter weg, da raus, das Rädchen weg. So schaut jetzt das Ganze bei einem Seiko X mal, was ich habe. Da haben wir einen Schalter, das ist der Schalter für die Brühgruppe, dass der erkennt, dass die Brühgruppe drin ist. Das ist ein Endschalter und hier auf die zwei hängt noch ein Endschalter, und bei den neuen gibt es nur einen einzigen statt drei. Jetzt tausche ich jetzt einmal einfach nur den Motor aus, indem wir den einfach so herausnehmen. Stellen wir mal so her. Und da rausnehmen, da steht der Plus, wo der Plus ist. Das da stecke ich da hinein. Plus. Stecken das Ganze wieder daher.
So. Schauen wir mal, ob diese Schalter gut sind. Aber ich glaube, der Schalter war hier gut. Wir haben dieselben Löcher. Gut. Dann wechseln wir den Schalter auch noch aus. Versuchen wir dann wieder unser Glück. Einstecken. Wie ihr seht, von der Technik her ändert sich fast nichts mehr. Das sind der Antrieb und die Schalter, die sind eigentlich ja, vor 20 Jahren genau dasselbe gewesen. Tun wir das Ganze so, dass der nicht betätigt wird, also stecken wir einfach so rein. Ohne Brühgruppe tut er sich dann, wenn das Ganze funktioniert, in der Endposition sowieso stellen und da kann man auch die Brühgruppe wieder einbauen. Schauen wir jetzt einmal, ob das Ganze funktioniert. Bauen wir das Ganze ein. Versuchen wir wieder unser Glück. So, alles ist angeschlossen. Kabel sind drin. Stecken wir es an und schauen, was passiert. Wenn sie jetzt wieder genau dasselbe passiert, dann wird sie ja die Platine sein. Jetzt dreht er länger, weil er zum Endschalter nicht kommt. Und wir haben genau dasselbe Problem wieder. Tja, dann besorge ich jetzt eine Platine und dann schauen wir, wie es weitergeht. So, jetzt habe ich eine andere Wasserpumpe angeschlossen. Schauen wir jetzt, was passiert. Genau dasselbe. Wir haben einen ganz leichten Fortschritt gemacht. Kann euch nicht ganz genau erklären, was genau auf einmal jetzt anders ist. Ich kann euch nur sagen, was ich gemacht habe und was passiert ist. Also, das Ganze war jetzt so. Der Schalter war eben entfernt, damit er da durch diese Piste nicht hochfährt. Und dann habe ich sie eingeschalten und drehen lassen. Das heißt, das habe ich gemacht. Eingeschalten und gehalten. Wie ihr sehen könnt, wenn der Schalter nicht gleich betätigt wird, dreht sie. Sie dreht eine Zeit lang, dann bleibt sie automatisch stehen und dreht automatisch in der anderen Richtung. Das habe ich zwei oder dreimal jetzt machen lassen. Ich wollte mal sehen, was passiert. Jetzt fährt sie wieder rauf. Und dass sie dann ganz oben war, habe ich dann kurz gedrückt. Das habe ich gemacht. Und dann wieder das. Und jetzt auf einmal hat es dann angefangen eben zu blinken. Jetzt fahrt sie wieder hoch. Nimmt sie an. Jetzt muss ich Stopp machen. Und jetzt fängt sie an zu laufen. Die Brühgruppe ist natürlich nicht drin. Es läuft jetzt alles hier unten rein. Aber so wie es aussieht, ist sie jetzt fertig. Jetzt fährt die Brühgruppe wieder runter. Und jetzt sage ich, jetzt ist die Brühgruppe unten. Bleibt sie stehen. Und sie ist bereit. So. Jetzt baue ich einmal das Ganze hinein. Und schauen wir, was passiert. So. Gut, bevor wir jetzt weitermachen, baue ich wieder den Originalmotor und den Originalschalter wieder ein und dann sehen wir halt weiter, weil ich denke, am Motor ist es aber auf jeden Fall nicht gelegen, deswegen wechseln wir mal das Ganze wieder um.
Plus. Schalter ist auch drin. So, jetzt drehen wir es wieder auf. Schauen wir, ob es wieder dreht. So, jetzt dreht. Dreht wieder in die andere Richtung. So, gut, das funktioniert einmal. Jetzt sollte sie auch wieder mal zum Spülen anfangen. Sie fährt jetzt hoch. Das ganze Wasser fließt jetzt durch die Düse da rein, weil eben die Brühgruppe draußen ist. Jetzt fahrt sie wieder runter. Und dann müssen sie wie Stopp. So. Jetzt ist sie fertig. Jetzt drehen wir sie wieder ab. Abgedreht. Ja, jetzt würde ich sagen. Zahn verdrehen. So, das ist jetzt die unterste Stellung. Jetzt bauen wir wieder den Deckel ein und dann testen das Ganze, ob das Ganze jetzt wieder in Störung geht oder ob sie sich wieder da fangen hat. Wichtig ist, dass das Ganze wieder eingebaut wird. Denn wenn die Brühgruppe dreht, da haltet ihr das Ganze nicht wirklich. Wenn eben die Brühgruppe drinnen ist, meine ich. So. Hier auf jeden Fall nicht ankommen, am besten vom Strom abnehmen. Nicht vergessen, wenn ihr in der Richtung Daumen und umgreifen tut, nehmt es wieder vom Strom ab. Denn das ist ein großes Aber. Das garantiere ich euch. Jetzt schrauben wir wieder den Antrieb ein. Und mal sehen, was jetzt passiert. Ich hoffe, dass es funktionieren wird, aber das werden wir sehen. Brühgruppe in die Nullerstellung bringen. Und wenn ich es jetzt richtig gemacht habe mit dem Zeichen, sollte das Ganze jetzt ohne Probleme reingehen. Tut es auch. Mal sehen jetzt, mit demselben Motor, mit demselben Schalter, nur einmal, jetzt habe ich es halt irgendwie aufgeweckt, sehen wir jetzt, was passiert. Jetzt läuft sie. Gut. Erklärung habe ich jetzt keine, warum das jetzt auf einmal funktioniert, wo der Schalter eben draußen war und die eben der Antrieb gedreht hat, ohne eben diesen Endschalter, bis er von alleine aufgehört hat und wieder sich zurückgedreht hat von alleine und ich erst dann den Schalter betätigt habe. Anscheinend hat sie da neu
initialisiert die Drehungen. Ich kann es euch nicht erklären elektronisch, warum das jetzt auf einmal wieder funktioniert. Auf jeden Fall, sobald das Dreieck eben aufleuchtet und sich nichts tut, wird das eher der Antrieb sein. Moment, ich drehe es einmal ab. Da muss ich wieder abstecken. Beginnt mit dem Antrieb, macht jetzt einmal das auf, zu. Und dann mit dem Schalter eben irgendwann später betätigen, wenn sie halt von alleine auf und zu gedreht hat. Wenn das nichts nützt, dann eben wie am Anfang besprochen und gemacht, hier die Entschuldigung, beide Wärmesicherungen nochmal testen, ob sie Durchgang haben, ob wir da zwischen 36 und 40 Ohm haben, eine andere Pumpe vielleicht anschließen. Letztendlich, wenn sie nichts ändert, vielleicht auch das da abstecken, sie einschalten, ausschalten. Schaut, ob sich da irgendwie vorne was verändert. So kommt ihr ungefähr auf das Problem hin. NTC könnt ihr auch ab und an stecken. Das ist eben diese Wärme, damit die Maschine weiß, wie viel Temperatur das gerade das Wasser hat. Und ja, so würde ich sagen, könnt ihr es hinbekommen, dass ihr drauf kommt, wo der Fehler liegt. Dann baue ich sie wieder zusammen und ja, machen wir dann einen Kaffee. Schauen wir, ob sie dann wirklich komplett funktioniert. Bauen wir wieder die zweiten Teile ein. So. Schrauben anschrauben, hier und hier. Hier vorne die zwei. Beim Einbauen ist wichtig, dass eben dieser Schaltstecker jetzt hier reinkommt, so mittig. So ist er drin. Zuerst hier rein einmal. So. Schaut das nach drinnen. Da hat es ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. So. Sieht einmal gut aus. Brühgruppe fährt hoch, spült. Machen wir jetzt einen Kaffee. Kaffee kommt. Gut, Leute. Ich hoffe, das Video bringt euch weiter. Erklären kann ich es mir jetzt auch nicht, warum sie jetzt so gesteckt ist in diesem Modus. Ihr habt gesehen, wie ich es behoben habe. Was soll ich noch dazu sagen? Alle Möglichkeiten, was ihr da durchtesten könnt, wo in das Dreieck leuchtet, habe ich euch gezeigt. Wenn ihr diese befolgt, werdet ihr auf jeden Fall auf den Fehler kommen. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Falls ihr Fragen habt, was wahrscheinlich der Fall sein wird, einfach mal melden. Ich versuche diese auch so schnell wie möglich zu beantworten. Und ja,
bis zum nächsten Video. Die Maschine muss ich jetzt nicht unbedingt reinigen, weil die hatte ich schon vor 4 Monaten. Also ein bisschen abwischen. So schmutzig ist sie noch nicht. Wichtig war immer, dass wir den Fehler fertig bekommen. Ja, gut, genug geplappert. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Baba.